Ein letzter Sprung. Über den Wettbewerb sagt er, das waren 6 Versuche, die stellvertretend für die letzten 18 Jahre standen, Foto, dpa. Nach über 15 erfolgreichen Jahren im Weitsprung und Sprint beendet Heinrich Popov nun in Berlin seine Karriere. Er wurde Weltmeister und Olympiasieger in seinen beiden Disziplinen. Aber auch beim 100-Meter-Sprint der Damen, dem 200-Meter-Sprint der Herren sowie im Diskuswurf der Herren gab es Medaillen für die deutschen Wettkämpfer. Am Ende seiner Karriere stand Heinrich Popov in der Sprunggrube und verbeugte sich vor stehenden Ovationen des Publikums. Mit Weitsprung-Silber bei der Para-Leichtathletik-EM in Berlin endete am Dienstag die beeindruckende Laufbahn eines der prägendsten deutschen Behindertensportler der vergangenen Jahre. An einem emotionalen Abend für den zweimaligen Paralympicsieger sorgte Katrin Müller-Rottgart mit Gold im 100-Meter-Sprint für einen weiteren sportlichen Höhepunkt. Der zweite Wettkampftag stand dennoch ganz im Zeichen von Popovs Abschied. Der unterschenkelamputierte Weitspringer und Sprinter gewann seit 2004 insgesamt 8 Medaillen bei Paralympischen Spielen, darunter Gold in London 100 Meter und in Rio Weitsprung. In beiden Disziplinen war er auch Weltmeister. In Berlin bestritt er den letzten Wettkampf. Paralympicsieger Nico Kapil ist seit Jahresbeginn hauptberuflich Kugelstoßer. Seine Silbermedaille verdeutlicht, wie schwierig so eine Karriere ist. Von Sebastian Fischermehr. Zu einem weiteren Titel reichte es dabei erwartungsgemäß nicht. Der 35-Jährige aus Leverkusen sprang zwar auf eine Saisonbestweite von 6,24 Metern. Popov musste sich aber dem dänischen Top-Favoriten Daniel Wagner klargeschlagen geben, der mit 6,72 Metern EM-Rekord sprang. Immerhin, ich habe ihm gesagt, dass er meinen Weltrekord hier lassen soll. Das hat er gemacht, auch wenn er ihn wollte, sagte Popov, dessen 2 Jahre alter Bestwert 6,77 weiter Bestand hat. Müller-Rottgart, es ist ein Traum, den EM-Titel erfolgreich zu verteidigen. Zufrieden war Popov mit seinem Wettkampf mit 3 ungültigen Versuchen dennoch nicht. Nach dem ersten Versuch habe ich mich emotional verloren, sagte Popov, ehe er mit den Tränen kämpfte. Das waren 6 Versuche, die stellvertretend für die letzten 18 Jahre standen, sagte Popov, der stolz sei, dass ich mir immer treu geblieben bin. Der Wettkampf ist aber eine Bestätigung dafür, dass es an der Zeit ist, an anderen Stellschrauben für unseren Sport zu drehen. Für das einzige deutsche Gold am zweiten Wettkampftag sorgte Müller-Rottgart. Die 36 Jahre alte Paralympics-Dritte aus Wattenscheid gewann den 100-Meter-Sprint der Startklasse T12. In 12,78 Sekunden siegte Müller-Rottgart an der Seite ihres Guides Alexander Kosenko vor der Spanierin Melanie Berges-Games 13,11 und Małgorzata Ignasiak aus Polen 13,26. Es ist ein Traum, den EM-Titel erfolgreich zu verteidigen. Ein bisschen wird gefeiert, sagte Müller-Rottgart, die in Berlin in 4 Disziplinen startet. Für Silber sorgten zudem 200-Meter-Sprinter Ali Lazin, Berlin, T61, sowie Routinier Martina Willing, Cottbus, F57 im Diskuswurf. Während Popovs Karriere ein glanzvolles Ende nahm, bestritt der frühere deutsche Spitzenturner Roni Ziesmer seinen ersten wichtigen internationalen Wettkampf in der Paraleichtathletik. Der 39-Jährige aus Cottbus startete im 100-Meter-Sprint im Rennrollstuhl T51 als krasser Außenseiter und belegte in 34,00 Sekunden den 5. und letzten Platz. Größere Chancen auf ein gutes Abschneiden besitzt Ziesmer, der sich für die Paralympics 2020 in Tokio qualifizieren will, im Keulenwurf am Mittwoch. Er hat sich gut entwickelt. Im Hinblick auf Tokio hat er im Keulenwurf ganz gute Möglichkeiten, hatte Bundestrainer Willi Gernemann vor dem EM-Start gesagt.
Der Kanadier Patrick Anderson ist mit 38 Jahren die gefragteste Figur der Rollstuhl-Basketball-WM. Seine Geschichte führt auch nach Deutschland. Von Sebastian Fischermeer.